So, nachdem ich rumgefragt habe, hatte die Person auch noch einen Modern, eine andere Person noch einen Modern Horizon. So, es ist nicht derselbe, ein anderer. Und ich habe da ja so eine kleine Hassgeschichte mit Modern Horizon, weil egal welches Booster ich aufmache, Modern Horizon ist bei mir immer scheiße. Immer. Dementsprechend hoffen wir jetzt mal auf das Beste. Wall of 1000 Cuts. 5 Mana, 3, 5 fliegend Verteidiger. Für 1 Mana kann sie angreifen, als ob sie nicht Defender hätte. Orkish Hellraiser. 2 Mana, 3, 2 mit Echo. Ihr könnt 1 Mana mehr bezahlen. Ah ne, ihr müsst zu Beginn des nächsten Upkeeps, müsst ihr 1 Mana bezahlen, sonst wird das Ding geopfert. So ist richtig. Und wenn er stirbt, kann er 2 Schaden der Kreatur oder dem Spieler zufügen. Das ist gar nicht mal bad. Winding Way. 2 Mana Sorcery. Ihr sucht eine Kreatur oder ein Land. Also ihr wählt auf Kreatur oder Land. Dann guckt ihr die obersten 4 Karten aus Decks an und zeigt die offen vor und nimmt alle Karten von dem Typ, den ihr ausgesucht habt, auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Die Pfeil, 1 Mana, eine Kreatur kriegt -1/-1 für jeden Sumpf, den ihr kontrolliert. Goblin Champion, 1 Mana, 0/1, Eile Exalted. Rote Exalted-Karten, ich verstehe das immer noch nicht. Recruit the Worthy, 1 Mana, ihr kriegt einen 1/1 Soldier mit Buyback. Gute Karte. Mind Wreck. 3 Mana, ein Spielerwahl wirft 2 Karten ab mit Overlord. Dann wirft jeder Gegner 2 Karten ab. Das ist natürlich cool für Commander. Ah nein, ihr müsst auch abwerfen. Target Player, Each Player. Ah, ich dachte, das wäre Target Opponent. Ne, es ist okay. Dann ist die Karte kacke. Diabolik Addict, die Karte, bei der ich mich immer noch sehr aufrege in diesem Set. Weil sie haben genau ein Set davor, damals, Liliana's Triumph gedruckt. Der für 2 Mana instant ein Gegner eurer Wahl opfert eine Kreatur. Und wenn ihr Liliana kontrolliert, macht er noch was mehr. Und der ist gerade seitdem überholt und nichts mehr wert. Chocking Tether. 4 Mana. Ihr tappt bis zu 4 Kreaturen mit Cycling. Wenn ihr es cycelt, dürft ihr eine Kreatur tappen. Gilded Light. 2 Mana. Ihr bekommt Shroud bis zumindest du es. Mit Cycling. Ich glaube, das ist ein Reprint. Ich hab das Gefühl, ich kenne die Karte. Dismantling Blow. 3 Mana mit 3 Mana Kicker. Ihr zerstört ein Artefakt oder Verzauberung. Wenn ihr gekickert habt, kriegt ihr noch 2 Karten. Also dürft ihr 2 Karten ziehen. Undead Augur. 2 Mana, 2/2. Immer wenn der oder ein anderer Zombie, den ihr kontrolliert, stirbt, könnt ihr eine Karte ziehen. Ne, müsst ihr eine Karte ziehen und ein Leben verlieren. Frostwalk Bastion. Snowland. Tappen für. Oh, kommt ungetapptes Spiel. Tappen für ein farbloses. 2 Mana, das Ding wird zu einem 2-3 Konstrukt bis zum Ende des Zuges. Und wenn es mir einen Kampfschaden zufügt, wird die Kreatur getappt. Und sie enttappt nicht, wenn es der Tappsegment ist. Not bad. Unsere Rare ist Waterlocked Groove. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Tappen für und Leben bezahlen für ein grünes oder blaues. Oder 1 Mana tappen, opfern, zieht eine Karte. Klingt auf jeden Fall nicht bad. Snowcovered Swamp. Das ist Black Engineer. Und Goblin. Ja, ich denke, das ist ganz okay gewesen. Also, die Dinger werden ja gesucht, bis zum geht nicht mehr eigentlich. Ja. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Seed. Ciao, ciao.